Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. The stakes are high. Wir sind bereit für die Grand Finals unseres allerersten Qualifiers für die German Championships, die ausgetragen werden in der Gamescom, offiziell auf dem Nintendo-Stand, natürlich auf der großen Bühne. Insgesamt 8 Teams haben die Möglichkeit, sich zu qualifizieren, in jedem der Qualifier 2 davon. Und die beiden, die sich bereits qualifiziert haben, die sehen wir hier. Black Lotus gegen Emperry Scrimshaw sind beide schon qualifiziert, aber wir wollen natürlich wissen, wer ist der Beste des heutigen Abends. Und ja, ich bin wahnsinnig froh, das mit dir heute wieder mal kommentieren zu können dürfen. Vega. Lass uns das heute zu Ende bringen mit einem großen Knall. Wir sind in Grand Finals angekommen. Wir sind in Grand Finals und ich habe so Bock auf dieses Spiel. Ich habe den ganzen Abend darauf erwartet, dieses Spiel zu sehen. Und ich bin so froh, dass es diese beiden Teams geworden sind. Seed 1 gegen Seed 2, Black Lotus gegen Emperry Scrimshaw, das Beste der Besten, die Creme de la Creme, und gleich geht es los, Revierkampf, wir kennen das Prozedere von den letzten Runden, Best of 3, Revierkampf, der Gewinner von diesem Best of 3 hat schon mal einen Punkt sicher und wir starten dieses Best of 3 auf dem Schwertmuschelreservoir. Ja, es ist, ja, ist, sag ich mal, unbeschadet zurückgekommen vom letzten Big Run, sag ich mal, Salmoniden haben da nur ein paar so Gullideckel aufgerissen, also, aber sonst ist er relativ unbeschadet geblieben, sind wir eigentlich ganz froh drum, wenn ich mal ganz ehrlich bin, also gerade auf Operation Goldfisch spiele ich die Map total gerne, ja. Auch für den Wirkampf spielt sich natürlich jede Map immer ein bisschen anders, weil einfach der Playstyle ganz anders ist und es vor allem was ganz anderes ankommt. Es geht nicht darum, irgendwie hier Splats hinterher zu laufen, einem Gegner hinterher zu laufen, irgendeinem Objective wie einem Turm oder einer Goldfischkugel hinterher zu laufen oder eine einzelne Zone einzufärben. Nee, die ganze Map ist das Objective hier. Und das ist die Devise, die beiden Teams hier ausnutzen müssen. Ich bin gespannt, welche Comps wir hier sehen. Ich sage mal, es ist immer sehr, sehr gerne gesehen in der Competitive-Szene, dass wir tatsächlich sowas wie den Lakt 450-Bogen sehen. Der hat die Schwarmraketen dabei. Immer gut nochmal am Ende des Spiels. Genauso wie zum Beispiel die Tritt-Infernos. Die können einfach nach Abpfiff sogar noch painten ein bisschen. Das kann im Endeffekt, das kann die Pal 0,1% theoretisch im Endeffekt ausmachen. Wir schauen uns, wie es ausgeht. Revierkampf, erste Runde, Schwertmuschelreservoir in den Grand Finals. Wir sehen tatsächlich deinen angesprochenen Lackbogen und auf der anderen Seite tatsächlich den Vicious Platana Deko. Auf beiden Seiten kommen also die guten alten Schwarmraketen raus. Hier kommt noch gar nichts raus. Wir waren zu schnell, Vega. Moment, zurückrudern. Ja, die Map uns war zwar alles richtig eingestellt, aber naja, wir haben noch ein kleines technisches Problem im Hintergrund. Es ist sofort gelöst, aber dann verzögern wir das ein bisschen. Aber wir haben tatsächlich schon gesehen, was die Teams spielen werden. No? Mhm. Also der Lakt 450-Bogen und der Vicious Platana Deko. Beides Waffen mit den Schwarmraketen. Und jetzt können sich beide Teams quasi darauf einstellen, wenn der Gegner genau spielt. Soweit ich weiß, darf man bei einem Reset die Waffen nicht switchen, oder? Habe ich da eine Wissenslücke? Naja, gut, ich angefangen haben wir jetzt noch nie, also von dem her, Lars, sei das mal dahingestellt. Wir nehmen einfach das, was uns die Teams hier bringen, und ich denke auch nicht, dass die Comps sich groß ändern, von dem wir einen kleinen Einblick erhaschen konnten, weil hat sich ja sonst auch relativ gut mit dem gedeckt, was wir vorhin schon hier im Stream gesehen haben. Haben ja beide Teams schon mindestens einmal heute gehabt bei uns hier in unserem, allein nur in unserem Kommentatorenblog. Ich sage nur Black Lotus vorhin im Windows Finals, das erste Set, was wir gemacht haben. Emperry Scrimshaw ja ebenfalls da und da gerade natürlich im Losers Finals. Aber jetzt sind wir tatsächlich bereit für Game Nummer 1 auf dem Schwertmuschelreservoir. Jetzt geht's los in die Grand Finals hier. Und komm, zeig mir nochmal den Reflex, zeig mir den Lakt 450, da ist er. Wir sehen tatsächlich auf keiner Seite eine Änderung. Also niemand hat sich gedacht, Mensch, spielt das, dann switch ich das, weil das mich irgendwie auskontert. Das ist gut zu sehen. Wir sehen auf beiden Seiten die eben angesprochenen Schwarmraketen und schau dir den Spawn an von Black Lotus. Also Enger hat da gerade schon mit seinem Lackbogen ein bisschen gepaintet, ne? Und da sehen wir auch schon. Da sehen wir auch schon die Schwarmraketen auf beiden Seiten. Tommy Echo wird tatsächlich rausgenommen. Von der Haftbombe. Im Inkjet, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das gar nicht passiert? Die Haftbombe ist einfach MVP. Du kannst nichts gegen die Haftbombe heute sagen. Es ist wirklich so. Die Haftbombe ist einfach qualifiziert für die Gamescom. Kannst du keinem erzählen.
Erste halbe Minute ist rum, im Moment sieht's gut aus für Black Lotus, haben sich gut bisher in der Mitte. Da fliegen die Haftbomben sogar synchron und die Gegner da schon mal hin. Das nenne ich mal Teamperfektion. So, jetzt wieder die Schwarmraketen. Ja, müssen hier den Feind des Personeo dazu zwingen, ein bisschen Space aufzugeben. Von oben schauen wir draus. Die Map sieht sehr gelb aus im Moment. North da hinten ganz angestrengt am Painten im Spawn. Wir sehen das den Tintendüser hier auf der rechten Seite. Fliegt er über die Glasbegrenzung drüber. Auch interessant. Kann ein bisschen Damage anrichten. Kein Splat rausholen. 2 Minuten jetzt rum. Da geht die Ansem tatsächlich ein bisschen aggressiv. Hat aber den Traktor. Aber die Trazooka mit dem wunderschönen Pick auf den Feind. Ist per so die Goodies Blattling. Aber die müssten beide recht schnell wieder kommen. Ja, ist nur der Endsplash tatsächlich, der Neofeind des Perser. Weil nur der hat den Tranktank drin. Die Goodies Blattling tatsächlich nicht. Die hat damit eine deutlich größere Respawn-Teil. 1,30 jetzt noch und wir sehen noch nirgends ein Gefahrenschild oder so bei keinem der Teams. Ja, das heißt eigentlich, das Match ist ausgeglichen und das erwartet man auch von einem Grand Final, dass es komplett ausgeglichen ist. Und genau das lieben wir doch als neutrale Zuschauer. Jetzt sehen wir hier die nächsten Specials, die rauskommen. Oh, der Krabbenpanzer wurde komplett weggeschreddert von Zay mit seinem. So schnell wieder da war er wieder weg, sage ich dann nur. Ja, im Moment, ja, die Gewässer ändern sich, sage ich mal. Anne Perry Scrimshaw jetzt hier ein bisschen stärker in der Mitte vertreten können, ein bisschen mehr blaue Farbe auf den Boden bringen. Hier wieder die nächste Trazooka von dem Quetscher aus. Bleibt ohne Pick im Moment die letzten 40 Sekunden und es wird langsam eng hier. Jetzt einer down bei Black Lotus. Sie haben noch die Möglichkeit, das hier umzudrehen. Im Moment sieht so aus, als wäre Imperial Scrimshaw das Game gewinnt. Der Quetscher hier mit dem guten Pick auf jeden Fall auf die Ensem. Und jetzt ist oben jetzt das Gefahrenschild da. Jetzt muss Black Lotus performen, hier das Game noch zu holen. Ja, letzten 20 Sekunden und momentan Black Lotus hinten. Und jetzt muss Imperial Scrimshaw sehen, dass sie nicht down gehen, weil wir kennen Revierkampf. Und kaum sag ich's, der Vischersplatana geht hier down. Das ist nicht gut für Anperi Scrimshaw, aber jetzt können sie sich so langsam wieder fangen. Anger wird auch nochmal rausgenommen, weil die Zone jetzt gerade beim Recoil von dem Tintendüser sah doch relativ gelb aus, deswegen ich bin gespannt. Oh, es ist sehr umkämpft, es ist sehr, sehr gereicht, das ist schon wieder so knapp, ja. Die Zahlen sagen was anderes. 7% Unterschied, damit hat sich Black Lotus hier den ersten Win geholt. Sah mir gar nicht so aus, aber ja gut, im Hintergrund sehe ich es ja noch so ein bisschen da oben rechts, dieser Fleck und dann nach unten noch weiter runter. Und die wunderschöne Fifth-Bomb von Noctis und Zay hier. Direkt mal ein guter Start in den Grand Finals rein auf jeden Fall. Das erhoffe ich mir von unseren Winners-Finals-Gewinnern. Und ja, erster Punkt hier in Turf War, in Revierkampf, ist damit ausgespielt. Damit haben wir die Möglichkeit für Black Lotus, den sagt ihr euch direkt auch zuzumachen, sie den ersten Punkt für das beste 5 zu holen. Wir gehen weiter auf die Pinakothek, rückkehrende Map aus Splatoon 1 sogar. Können wir im Moment hier leider nicht spielen. Ich hoffe sehr, dass diese Feder noch behoben ist oder was auch immer da tatsächlich noch am Start ist. Geht man immer wieder gern zurück. Und ja, die Map ist quasi unverändert aus Splatoon 1 wiedergekommen. Wurde sogar in einem der letzten Updates noch ein bisschen verbessert. Gerade im Modus Revierkampf kam man sehr schön auch in die Mitte hoch und auch mit einer der neuen Techniken, die Squid Search. Ich weiß gar nicht, wie das eben im Deutschen heißt. Aber wo du quasi den B-Knopf an der Wand gedrückt hältst und dann total schnell nach oben fährst und auch so ein kleines Schutzschild dann hast. Mag ich sehr, dass tatsächlich eine dieser neuen Techniken ist hier neben der Tintenfischrolle reingekommen. Kam man hier tatsächlich in der Mitte gut utilisieren. Vielleicht sehen wir es sogar von einem der Spieler hier. Auf jeden Fall eine sehr gute Technik, um da auch ein bisschen höher zu kommen, als das, was intended ist. Also intended auf dem leichten Wege hinzukommen, weil da brauchst du dann schon ein bisschen mehr Skill als der Otto-Normalverbraucher, um da hochzukommen. Deswegen, wir schauen mal, wir warten ab. Wir sehen gerade tatsächlich, dass jemand aus der Lobby raus ist. Setzt sich diese Person denn zeitnah wieder ein? Ja, hoffentlich. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn sich jetzt hier auf einmal einer auf Seiten von Black Lotus hier auf einmal einen kurzen Schuss sagen würde. 23 Uhr hoffentlich wurde da nicht irgendwie das Internet abgeschaltet. Das wäre sehr traurig tatsächlich. Aber nee, ich bin ja mal positiver Dinge. Einfach nur ein kleines Hiccup vielleicht oder so. Sollte hier sofort weitergehen. Ja, und damit kann man schon ein bisschen so das Turnier zusammenfassen. Also, es ist tatsächlich, es ging jetzt hier, es ist Double Elimination, es geht immer grundsätzlich ein bisschen länger. Ich muss sagen, wir hatten hier wirklich sehr schöne Games bisher dabei und wir sind halt noch nicht
am Ende. Wir sind aber noch nicht wieder. Wir sind aber am Ende. Und wir haben gerade die Info bekommen, dass es nur noch circa 2 Minuten dauert, also kommt der andere wieder. Also nur ein kleines Verschnaufpäuschen, das gönnen wir den Spielern mal an der Stelle und das tut sich mal, um selber mal kurz einen Schluck zu nehmen. Ah. Tatsächlich hat es tatsächlich unter 2 Minuten gedauert. Okay, jetzt ist die Person, jetzt ist war Sabo wieder in der Lobby. Richtig und wichtig. Das ging doch schneller als 2 Minuten. Ich glaube, die Person meinte eher 2 Sekunden und hat da aus Versehen Minuten hingeschrieben. Ja, das üben wir dann nochmal mit dem Zeitgefühl. Aber ganz ehrlich, lieber gibt man ein bisschen eine zu lange Zeitspanne an und dann ist es am Ende kürzer. Freuen sich nämlich immer alle. So, und damit ist eigentlich alles aufgesetzt jetzt hier für Game Nummer 2 in unserem Best of 3 Turf im Moment. Pinakuitik. Ich mag die Map. Sie ist groß, sie geht weit zu den Seiten. Und ja, ich muss sagen, das Feature mit diesen drehenden Dritteln oder was. Okay, wie nennen wir das? Also im Competitive-Bereich nennen wir das Spinner. Weil es dreht sich. Zu Englisch Spin. Nennen wir das Drehteile. Das ist super. Das ist perfekt, Vega. Bist eingestellt. Kreativität hoch. 5. Ja, die sind immer nice. Die haben oben sogar so ein Gitter, da kannst du gerade mit so einer Kulis-Battling gut runterschießen. Und ja, gut, Wände zählen zwar tatsächlich nicht zum Paint mit dazu, sondern nur die Farbe, die sich auf dem Boden liegt am Ende des Matches. Also Wände zählen dann nicht mit dazu. Somit hilft es relativ wenig, sich die einfach nur so einzupainten, sondern man muss sie dann auch benutzen, sage ich mal. Aber gerade gegen so Tintendüser, die machen ja auch indirekten Flächenschaden. Da kannst du dich einfach saugut tatsächlich mal dahinter verstecken. Weil der sieht dich ja dann nicht mehr, der Tintendüse. Und dann wird es schwierig für den. Aber genauso natürlich allgemein für Waffen mit größerer Reichweite. Lass es ein Editor sein. Lass es einen normalen Kleckskonzentrator sein. Lass es eine Splatting sein. Lass es was weiß ich sein. Irgendwas mit großer Range. Platscher wird mir da noch einfallen. Keine Chance. Die können höchstens versuchen, indem sie oben drüber schießen, mit Glück einzutreffen. Aber das ist dann doch schon die ganz höchste Kunst. Von der ich jetzt nicht ausgehe, dass wir die hier sehen werden schon so früh. Und der Kampf beginnt, wir gehen rein in Runde Nummer 2 unseres Revierkampfsets. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir wieder die beiden Schwarmraketenwaffen sehen werden. Also einmal den Lacktbogen, der ist auf jeden Fall schon bestätigt. Und auf der anderen Seite auch wieder der Spartaner-Wiper, der Spartaner-Wischer hier. Interessant. Und wir sehen bei beiden Endspurt und Spezialladeplus. Deswegen, die wollen anscheinend schnell ihre Schwarmraketen haben. Verständlich, aber. Das ist wirklich verständlich, weil wir uns alle erinnern können, in Splatoon 2 waren die Schwarmraketen noch stärker als in Splatoon 3, wo sie ohnehin schon sehr, sehr gut sind. Aber ja, in Splatoon 2 waren die ja wirklich essentielle Anteile in der Meta. Ja, 30 Sekunden sind im Moment jetzt rum, noch kein direktes Aufeinandertreffen. Jetzt das erste Mal vom Tintendüser gegen die NZAP. Gewinnt dieses Matchup ganz deutlich. Dafür sind die Specials da, um hier ein bisschen aufzuräumen. Oh, das wäre fast sogar ein Direct in der Luft geworden. Das wäre sehr stylisch gewesen. Kulis Battling geht hier zurück zu ihrem Punkt, wo sie gestartet ist. Aber da kommt der nächste Tintendüser von Kulis Battling, von Team Gale, von Black Lotus raus. Bleibt bisher auch ohne Pick nach wie vor. Aber die Kulis Battling kann die gut rausnehmen. Aber wir sehen, hier kommt der große Vorteil der Schwarmraketen. Wenn da so 3 Leute aufeinander stehen, dann machen die einen wahnsinnigen Flächenschaden und lassen noch irgendwie eine Bombe oder so hinfliegen und dann war es das mit diesen 3 Leuten da. So, wir sehen jetzt 2 Minuten noch auf der Uhr ungefähr. Im Moment immer noch alle 8 Spieler, die hier in der Lobby sind, sind auch noch auf dem Spielfeld unterwegs, painten, was das Zeug hält. Wir haben die Tritanzuka ready im Moment auf Seiten von NPD Scrum und jetzt auch der Krabbenpanzer und da fällt schon mal der erste Spieler. Oh, da kommt die Triton Fernos raus und ja, der Krabbenpanzer, der muss sich da mal ganz schnell verabschieden. Boah, aber kaum sagst du verabschieden, muss sich der gegnerische feindliches Perser auch verabschieden. Und wir sehen hier gerade, dass die NZAP hier an der Wand sich versteckt vor Teilern, vor dem Quetscher. Oh, sehr schönes Timing hier in dem Moment. Er wird auch gepunished von Heaven. Sehr stark. Das ist eine 3 gegen 3 Situation. Heaven jetzt hier versucht da jemanden ausfindig zu machen, der da wahrscheinlich gerade kennt. Und jetzt kommen die Missiles, die Schwarmraketen auch nochmal raus. Können da in der Mitte ein bisschen färben. Nehmen sogar einen raus. Wasabo wird hier wieder rausgenommen von den Schwarmraketen. Nur noch 2 am Leben von Black Lotus. Und momentan sieht das richtig gut aus. Wir gehen in die letzten 50 Sekunden. Und momentan hat Amperi Scrimshaw die Kontrolle über die Zone. Über die Map. So rum.
Ja, Controller auf jeden Fall aber auch über die rechte Seite, sag ich mal. Also das, was ja eigentlich, Gebiet von Black Lotus wäre, die jetzt wieder 2000 im Moment. In den letzten 30 Sekunden kommt da das Gefahrenschild oben rechts und die Tritonsuka ist quasi am Anschlag hier auf Seiten des Squeezers und der jumpt sogar enger auch mal am Ende raus, um sich hier vielleicht nochmal ein Set von, ja, Schwammraketen zu holen. Da kommst du direkt raus, kann hier drei Gegner lokalisieren und vor allem die Schwammraketen auf die hetzen in den letzten 10 Sekunden. Jetzt geht's nochmal wild. Now or never heißt, kann hier Black Lotus noch was ändern? Können sie die Katastrophe verhindern? Im Moment sieht es nicht so aus. Feindesperser gewinnt hier noch ein weiteres 1v1. Da kommen noch die Tri-Strikes raus wegen die Tritinfernos. Der Grafenpanzer kann da kein Pent mehr bringen. Sieht meiner Meinung nach im Moment eher danach aus, dass das für Antparis... Für die Antparis... Okay, tut's auch. Ich hatte gerade kurz Angst, weil in der Mitte echt sehr viel gelb war, aber nee. Das ist dann doch zu viel Blau im Spawn. Von Black Lotus gewesen und somit der Ausgleich in unserem Turf Wars Set. Ja, 1-1 und jetzt gehen wir in Deciding drittes Match und das wird auf der Makrelenbrücke sein. Die kennt man auch aus Splatoon 1. Hoi. Mensch, das Grand Final ist das Duell der ich sag mal Nostalgie-Maps. Das ist ja wunderbar. Ich sag mal so, die Makrelenbrücke hat im Vergleich zu Splatoon 1 einen kleinen Revamp bekommen, wurde ein bisschen verändert. Man spielt jetzt nicht mehr auf der Brücke, sondern auf einem Abteil unter der Brücke. Naja gut, ich sag mal, vorher war sie auch keine Brücke, weil vorher war die Brücke quasi innexin und wurde gerade erst gebaut in Splatoon 1, aber jetzt, ich weiß nicht, sind es 7 Jahre, glaube ich, später müssten es sein, weil die Ingame-Zeit tatsächlich genau gleich schon mit der realen Zeit verläuft. Deswegen 7 Jahre später ist das Ding dann auch mal fertig gebaut. Hat mit der originalen Map nicht mehr wahnsinnig viel zu tun, außer dass es sehr viel geradeaus und nach vorne geht, sage ich mal. Aber wer sich an die noch dunkel an die Splatoon 1-Zeiten erinnert, da waren viele so Grades drin, war eine sehr spezielle Map, mochten damals viele. Jetzt ist sie ein bisschen simpler, mögen auch noch viele Leute, aber vielleicht nicht mehr ganz so viele. Aber nichtsdestotrotz, die Map ist riesig. Die Map ist riesig, bietet wahnsinnig viel Fläche zum Einfärben. Und gerade so Schwarmraketen können da am Ende nochmal viel Unterschied machen. Wie immer, ich wiederhole mich schon wieder. Ja. Aber wie du schon sagtest, Schwarmraketen können hier sehr, 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 sehr stark sein. Diese Map ist auch, sie bietet Schutz, sag ich mal, vor Flank-Routen, weil auf dieser Map ist es nicht so leicht, den Gegner zu flanken. So, du brauchst schon irgendwie so eine Spezialwaffe. Jetzt den Spider-Man, wie heißt der, den Haftsprung. Haftsprung. Den brauchst du, damit du hinter die gegnerischen Flanken kommst. Oder halt, du kämpfst nicht durch. Aber dann ist es halt kein Flank mehr, dann ist es halt ein Push und dann irgendwie bist du da drin. Aber so wirklich flanken kannst du nicht, bedeutet, Backliner sind hier schon mal sicher, was Flanks angeht, so. Das absolut. Ja, das mit dem Haftsprung, das wird hier leider nichts mit den Waffen, die wir hier dabei haben. Also wir sehen unveränderte Comps auf beiden Seiten und direkt wird man wieder angefangen, wilde Spawn zu painten. Aber wir sehen tatsächlich, Black Lotus kommt hier ein bisschen aggressiver direkt vorne in die Mitte rein, will da sich da den Paint der Mitte direkt mal beanspruchen und so quasi gar nicht Imperial Scrimshaw ermöglichen, sich in die Mitte vorzuwagen. Trang Chang ist bereit, aber da kommt auch schon direkt natürlich wieder der Tintendüser raus von der Gegnerseite. Und sind wir mal gespannt. Die ersten 30 Sekunden somit eindeutig im Vorteil für Black Lotus. Aber tatsächlich, der erste geht down auf Seiten von Black Lotus. Also genau auf der Seite, wo ich gerade gesagt habe, dass sie im Vorteil sind. Aber naja, wir kennen es. Kommt halt das Curse und da kommen jetzt auch die Schwammraketen raus. Und können ein bisschen, ja, die Mates von Black Lotus auseinandertreiben und zurücktreiben. Vor allem für eine gewisse Zeit. Jetzt die erste Minute, knapp die erste Minute ist vorbei und Black Lotus hat gut Kontrolle. Der Tintendüser ist bereit. Wunderschön. Bleibt leider unentschieden im Moment. Landen beide wieder genau da, sogar quasi am selben Spot, nur einmal symmetrisch auf der gegenüberliegenden Seite. Sehr lustig auf jeden Fall, das zu sehen. Sind ohne Pick geblieben beide, aber trotzdem, so wollen wir unsere Grand Finals haben. Close Matches aneinander, 1:40 und auf der Uhr. Oh, das war ein sehr guter Schuss von der Tütensuka. Hat leider nicht ganz gereicht dafür für den nötigen Schaden, um hier
die Kulis Bettling zurück in den Spawn zu schicken. Da kommen gleich noch die Schwarmraketen hinterher. Und jetzt fallen hier tatsächlich mal ein paar Picks in der Mitte. Anderthalb Minuten haben wir noch. Und oh, hier viel Pressure kommt da raus vom Quetscher. Und zwei Daumen bei Black Lotus. Das könnte nochmal gefährlich werden jetzt hier. Ja, jetzt müssen sie aufpassen, dass sie nicht diesen Schneeball-Effekt haben, von dem wir hier auch die ganze Zeit reden, weil der Revierkampf kann sehr tückisch sein. Wenn du einmal down gehst, kann es tatsächlich schon sehr schnell um sein. Jetzt kommt hier erstmal der kleine Boost vom Trank-Tank. Bedeutet, wenn sie jetzt hier zumindest in der letzten Minute down gehen sollten, dann kommen sie zumindest ein bisschen schneller wieder zurück. Aber der Effekt hält halt auch nicht für eine Minute, deswegen... Ja, das stimmt allerdings. Die sollten hier drauf zu gehen, was Noctis hier gerade ereilt ist durch den Tintenlöser. Aber er kommt wieder ganz schnell zurück. Die Map momentan sehr umkämpft. Die Mitte ist sehr, sehr bunt. Ich kann noch niemanden von beiden Teams hier tatsächlich in den Vorteil hier packen. Jetzt hier erstmal Heaven gegen die NZ85. Heaven kann einen rausnehmen, Heaven kann einen zweiten rausnehmen. Sehr, sehr stark. Da kommt mit nochmal Unterstützung von North auch, muss man sagen. Ja, ja, North hat ja auch definitiv mit seinem Bischofsplatana hier sehr gut Support gegeben für Heaven. Und jetzt kommen nochmal weitere Schwarmraketen rein. Der Lacktbogen versucht da sehr, sehr offensiv reinzugehen, wird gepunished. Aber da kommt nochmal ein Shot von der rechten Seite noch auch nochmal raus und die coole Setting auch nochmal, aber das sieht mir danach aus, als wenn hier N. Perry Scrimshaw sich den Punkt für wobei, ich habe nichts gesagt. Ja, es ist, schau mal, wie weit dahinter gepennt ist, aber ja gut, ich sag nichts mehr. Noctis ist hier mit dem ersten Platz in der Gesamtleistung, wenn ich das richtig sehe, holt sich tatsächlich für sich und sein Team, da mal mit einem Fistball von Anger und Zay, tatsächlich den ersten Punkt für das Best-of-5-Set, haben sich zwei Punkte hier in Turf vorgeholt in dem Revierkampf und sind damit bestens vorbereitet schon mal hier für dieses Grand Finals, für die restlichen maximal vier Matches, die wir im Grand spielen. Aber wegen, da ist noch so eine Sache, da ist noch so ein Ding mit dem Bracket-Reset, ne? Was ist denn das nochmal? Ah ja, also für alle diejenigen, die sich jetzt wundern sollten, im Falle, dass N. Perry Scrimshaw das hier gewinnt, ist noch nicht vorbei, dann wird das Ganze resettet, nicht das gesamte Turnier, nein, das verstehen wir nicht unter dem Bracket Reset, wenn wir das gesamte Turnier... Um Gottes Willen! Um Gottes Willen, wir wollen hier schlafen! Ja, du musst um 5 Uhr morgen raus, ich nicht, aber wir können es einfach so machen, dass wir Bracket Reset machen, das ganze Bracket nochmal von vorne spielen, dann musst du gar nicht schlafen gehen, dann kannst du um 5 direkt weiter zur Arbeit. Five Head Move. Oh mein Gott, stimmt! Lass das mal einführen! Ja, sicher! Das ist eine bombenfeste Idee. Bracket Reset an sich ist das Team, was aus dem Loser, was aus der unteren Hälfte des Turniers quasi. Also was schon mal verloren hat, um es in einfachen Worten zu sagen. Das Team, was einmal verloren hat in diesem Double Elimination System, wenn das in Grand Finals gewinnt, muss das Grand Finals nochmal gespielt werden. Wenn jetzt allerdings das Weil Black Lotus müsste wenn sie einmal verlieren, haben sie immer noch quasi ihr Double Elimination, quasi ihr zweites Leben ja noch offen. Sie müssen ja zweimal zwei Sets verlieren, um aus dem Turnier auszuscheiden. Wenn sie jetzt quasi nur, wenn jetzt ein Prescription einmal gewinnen würde, hätten sie ja erst einmal verloren. Sie müssen ja zweimal verlieren, deswegen Double Elimination, um raus zu sein. Ganz einfach. Das Ding ist, ich habe mich noch nie gefragt, warum es eigentlich ein Bracket Reset gibt, wenn das Team, was einmal verloren hat in Grands, tatsächlich dann gewinnt. Ich habe mir das nie gefragt und tatsächlich ist das jetzt eine Info, die jetzt tatsächlich komplett neu ist für mich. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du mich da aufgeklärt hast. Ich habe wirklich immer hingenommen, dass es dann einfach ein Bracket Reset gibt und habe mir so gedacht, ja, ist so. Aber es gibt tatsächlich einen Grund. Das ist crazy. Also es ist nämlich einfach der Name des Systems. Aber schön zu wissen, dass ihr tatsächlich alle nochmal was lernen können hier in unseren Grand Finals. So, wir schauen. Jetzt geht's rein. Wir haben noch gar nicht über die Map geredet. Wir haben nämlich Muschelchaos auf dem CTC am Markt. Bekannte Map heute schon öfter gesehen. Auch den Modus natürlich schon da oder andere Mal. Wir sehen von Noctis, wir sehen quasi seine Signature-Waffe, den Blaster, den normalen mit der Robobombe und dem Kugelschild Pro. Und wir sehen tatsächlich auf der gleichen Seite bei Black Lotus noch den Parapluviator in der Sorella-Variante.
Das finde ich sehr interessant tatsächlich mit der Trazooka. Haben wir vorhin, glaube ich, schon mal gesehen, sogar in Grand Finals. Und hier Noctis marschiert schon mal durch mit dem Blaster. Und ja, Achtung, Tintendüse von der Gegenseite, sage ich dann nur. Aber schon mal zwei Downers bei Black Lotus. Und ja, die Ansep da ein bisschen auf dem Weg nach hinten. Wirft er die Big Clam, die Supermuschel weg. Sammelt sie wieder ein und geht wieder nach hinten. Also ein bisschen Panik da drin bei Black Lotus, nachdem da zwei rausgenommen wurden. Ja, jetzt ist es allerdings so, dass Black Lotus hier ein bisschen in den Spawn zurückgedrängt ist. In Perry Scrimshaw holt sich die Map Control. Drei Leute jetzt aber nur noch am Leben bei Perry Scrimshaw. Bedeutet, Black Lotus kann wieder zurück in die Mitte. Da kommt aber der Tintentür ran! Von hinten! Der war ein bisschen schneller unterwegs, damit es ihm aufgeladen. Mensch, Schuster. Kam da einmal durchgeflogen durch die Straße da auf der rechten Seite, durch diese kleine Gasse, muss man eher sagen. Einmal von Popcorn und Cornflakes umgeben, was weiß ich. 3,5 Minuten, Tranktank ist deployed vom 3R-Schwapper Fresco, den wir noch sehen bei Perry Scrimshaw. Ja, interessant. Und da kommt man ganz frech von der Seite, kommt hier nämlich rein und macht den Korb auf die ersten 20 Punkte. Sind somit schon mal gekillt für Perry Scrimshaw und somit das Eis sehr viel früher gebrochen, als wir es in vorherigen Matches hatten. Ja, und dadurch hat jetzt allerdings Black Lotus eine Free Supermuschel bekommen. Mhm. Liegt quasi aber direkt unter dem Korb, müsste nur aufgenommen werden, dann könnte man zum Beispiel vorne reinjumpen oder einen Push machen. Aber ich höre schon wieder den Tintentür an. Ich höre ihn schon wieder. Aber zwei Down trotz allem bei Perry Scrimshaw und dazu geht es mit dem da wieder nach hinten, aber er kriegt trotz allem den Pick auf den Blaster raus, aber der kommt sofort halt wieder, sogar mit seiner Special bereit, mit seinem Kugelschild. Aber ja, wegen des Tranktanks und wir sehen jetzt, hier kommt wieder Special After Special, kommt hier raus, Tranktank nochmal, nimmt er aber gar nicht mit, oh, die Ents sind ein bisschen zu schnell gewesen, aber das Kugelschild Pro hat er trotzdem sein Nötiges getan und jetzt killt keiner auf der rechten Seite, kann der Noctis noch ein bisschen nachscored auf 71 reduziert im Moment, schon mal sehr schöner Push wieder und vor allem 4 gegen 2 Vorteil, immer noch für Black Lotus, da kann noch weiter, von hinten kann jetzt sogar die Pitycam reinjumpen, die Muschel kommt da rein und scored rein, 42 reduziert, jetzt 36, 33, 30 und es kommt immer noch weiter runter, sogar unter die 20er Marke, das ist stark, da kommt jetzt vielleicht sogar noch was ab und mit der Ents rein, können noch weiter reduzieren und macht das sogar auf 9. Das sind noch 3 Muscheln, die da kommen müssten für den K.O.-Sieg. Ja, holy, was ist denn da los? Ja, also Black Lotus sagt sich hier, wir machen hier ganz kurz einen Prozess. Ihr habt zwar auf 80 gepusht, aber wir erhöhen auf jeden Fall in den Druck auf euch ein bisschen mehr, als ihr das gemacht habt, auf 80. Deswegen, wir gehen in die Single Digits rein und jetzt muss Perry Scrimshaw den Push des Jahrtausends machen. Oder mehrere kleine Pushes. Sie haben schon mal einen guten Weg, indem sie hier rechts vielleicht den einen Gegner rauspicken. Müssen sie gar nicht. Der Weg zum Korb ist offen. Krabbenpanzer direkt mal deployed. Northdown nach der linken Seite wird von Noctis rausgenommen. Da kommen einige Claims rein auf 43. Oh, Moment, sie hätten hinten noch tatsächlich ihre Supermuschel liegen, den sie vom Push vorher übrig hatten, vom Gegner Push. Und wir haben einen Disconnect auf Seiten von Black Lotus. Jetzt, wo es so wichtig wäre, wie nie da zu sein. Sie haben jetzt tatsächlich Perry Scrimshaw die Möglichkeit gegeben, hier auszugleichen, beziehungsweise die Führung zu holen und sie haben noch 2 Claims, das würde reichen im Moment tatsächlich für den Führungswechsel von Tommy Echo, der kriegt die rein, wird reduziert auf 7, ist der letzte Lebensspieler, wird rausgenommen, 2 gegen 0 im Moment quasi dann und wir sehen, wie aggressiv direkt Black Lotus nach vorne geht und versucht noch alles aus diesem Match rauszuholen, was geht. Ja. 45 Muscheln haben die gerade reingeworfen, das ist super, super stark, was die da gerade. Die haben 41 Muscheln haben sie gerade reingenommen. Ich habe gerade auf den falschen Score geguckt. 41 Muscheln haben sie reingescored und somit können sie sich hier diesen Lead holen. Aber Black Lotus ihrerseits zu dritt nur noch. Mhm. Hier erstmal den Korb öffnen, aber da kommt kein Follow-up nach. Das ist das Problem und das ja, ist. Ja, was für? Die Ensip ist da gleich unterwegs. Hat er noch 2 Clams reingeworfen zu kleinen Muscheln, aber naja, gut. Im Braten macht das am Ende jetzt nicht fett, aber sie hätten hier schon noch die Möglichkeit. Aber es sind halt nur noch 15 Sekunden und jetzt gerade ist erst der Blast auch wieder respawn. Gegnerbarriere ist erneuert, hat den Gegner nochmal eine Muschel gegeben. Die können den Korb nochmal aufmachen und hier sogar verhindern, dass es noch eine Verlängerung gibt. Jetzt der Korb offen. Eine kleine Claire müsste gleich noch reinkommen, da wäre das Match endgültig vorbei. Wir sehen nochmal von Thailand jetzt hier mit der 96er Galon. Da kommt der Tintentyrann und eine kleine Muschel. Ja, beendet das Game hier. Ausgleich zum 1:1 von Perry Scrimshaw, aber natürlich nicht unter ganz fairen Bedingungen. Ja, das muss man dazu sagen. Leider, leider, leider gab es halt einen Disconnect. Ja. Und ja, es gibt halt diese Disconnect-Regeln und die haben tatsächlich nicht mehr gegelten. Der Zähler hat schon
Bereich von 50 unterschritten und auch die Zeit von 2 Minuten 30 war schon. Die war auch schon unterschritten, deswegen. Tatsächlich sind es nur die ersten 2 Minuten, also sobald die Dreiermarke unterschritten ist, ist es vorbei. Oder sowieso, wenn der Push unter 50 gewesen wäre. Ich glaube sogar, das wäre schon, also das Gegnerteam unter 50 pushte, ich glaube, das wäre in dem Fall tatsächlich gar nicht zulässig gewesen, weil Anne Perry Scrimshaw normalerweise. Die waren noch bei 80, glaube ich, gestanden, wenn mich nicht alles täuscht. Also von dem her, ja. Aber trotz allem, weil die Zeit, weil das Match schon zu lange ging, kein Disconnect-Replay hier. Einen hätten sie pro Set, jedes Team. Pro Match, meine ich, Entschuldigung. Pro Match ein Disconnect-Replay tatsächlich gestattet. Aber ja, kann hier nicht geltend gemacht werden. Somit eben, wie gerade schon angesprochen, der Ausgleich zum 1:1. Wir warten jetzt natürlich und hoffen, dass der vierte Member von Black Lotus sich bald wieder in der Lobby einfinden kann. Damit wir hier ein schönes Grand Final Set dann nochmal haben können bis zum Ende durch. Und zur Not müsste ja auch noch ein Ersatzspieler eingetragen sein, der jetzt im Hintergrund bereit ist und dann zur Not joinen könnte. Es könnte ein bisschen dauern, aber das gibt uns die Möglichkeit, über hier die nächsten Maps und sonst zu reden. Ja, die nächste Map ist nämlich Turmkommando auf der Störwerft. Und das haben wir bereits gesehen. In Revierkampf. Und dieses Mal setzen wir einfach nur einen Turm drauf mit einem kleinen Gleis unten drunter. Gute Map, guter Mode, guter Map-Mode. Gutes Leben. Alles gut. Super. Alles gut. Super. Ja, Vega genießt das Leben. Ich schmelze dahin im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich sehe gerade im Chat ist Verwirrung. Der Score steht bei 1:1. Also wir erklären es jetzt nochmal. Wir haben die Zeit dafür ja. Das Ding ist, wir spielen tatsächlich erst ein Best of 3 Turf War. Also Revierkampf. Es wird ein Best of 3. Also wer zuerst 2 Punkte erhält in diesem Set so gesehen, kriegt den ersten Punkt für dieses Best of 5 Set. In den eigentlichen. Also im Endeffekt ist ein Set besteht eigentlich aus einem Best of 5 und ein Punkt aus diesem Best of 5 entscheidet sich durch ein Best of 3 Revierkampf. Das im Endeffekt nochmal kurz zusammengefasst. Deswegen steht auch jetzt beim ersten Match hier gerade in unserer Mapliste oder auf unserem Map-Screen steht eben die gelbe Krone für Black Lotus drauf und oben links drüber könnt ihr sehen, das ist das Revierkampf-Logo. Das wird so quasi so hier geltend gemacht. Ist im Endeffekt nicht schwer. Also wenn man es einmal verstanden hat, ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht. Aber im Endeffekt ist es gar nicht schwer. Und eigentlich muss ich sagen, finde ich es auch durchaus sinnvoll, hier alle 5 Modi, die das Game zu bieten hat, mit einzubeziehen. Weil ein Revierkampf macht am Ende nicht so viel aus, weil es ist natürlich, ich will es nicht sagen, glückabhängig, aber du kannst auch einfach Pech haben. Wenn du jetzt einfach irgendwie unglücklich irgendwie rausgepickt wirst, kannst du es noch retten, indem du einfach, ja, sagst, mei, es ist jetzt im Endeffekt nur ein Punkt im Großen und Ganzen und von dem her, deswegen finde ich das eigentlich recht zufriedenstellend insgesamt. Ja, gut zusammengefasst. Ja. Des heutigen Turniers und ja, jetzt warten wir auf die letzte Person. Jetzt ist die Frage, ob es wieder die altbekannte Person ist oder ob es hier tatsächlich jetzt zu einem Wechsel kommt. Ich hoffe natürlich, dass die Person, die jetzt schon eingespielt ist mit den Leuten, dass die wieder zurückkommt, weil das ist natürlich schon sehr schwer, dann, wenn du so viele Stunden schon mit einer Person zusammengespielt hast, dich schon quasi zusammengefunden hast, was die Absprache angeht und so, und dann dich erstmal darauf einstellen musst, dass du halt mit jemand anderem dann spielst, mit dem du halt noch nicht so warm bist, aber ich sag mal so, auf dem Level ist das, glaube ich, hinfällig, weil da sind, glaube ich, alle Spieler so. Wenn die zusammenspielen und kennt ja Black Lotus, das ist ja auch ein festes Team, die sind, glaube ich, untereinander schon sehr gut, was die Absprache und was das Teamplay angeht. Deswegen, da sollte ich mir, glaube ich, am wenigsten Sorgen machen. Ich sollte mir eher Sorgen machen, dass überhaupt irgendwer kommt. Das will ich doch hoffen, dass die eigentlich hier gut zusammenspielen. Natürlich hoffen wir auch, dass hier so bald wie möglich ein Vierter wieder reinkommt in die Lobby für Seiten von Black Lotus, aber ja, die Zeit, die können wir easy überbrücken, würde ich sagen. Ich
meine, es ist nicht das erste Mal, dass wir das machen. Also ich glaube, ein paar bekannte Gesichter im Chat wissen, dass Vega und ich sehr viel reden können über einen sehr langen Zeitraum. Wir können sehr viel Scheiße reden. Aber wir können das auch sehr viel Intellektuelles verbreiten. Manchmal. Wann habe ich je Intellektuelles verbreitet? Du hast vorhin einmal erklärt, wie unser Turf war, wie das eingebettet wird in das Best of 5. Das hast du einmal sehr schön erklärt. Stimmt, da war was. Ja, muss man auch mal würdigen. Ne? Ich habe einmal im Leben was gut gemacht. Gut, das mit dem Bracket Reset, das vergessen wir. Das war natürlich so gestellt. Du hast dich natürlich dumm gestellt, damit ich das erklären kann, dass am Ende jeder verstanden hat. Ist ja ganz klar. Richtig, natürlich. Ich wusste natürlich. Ich kenne dich doch. Dass es einen Bracket Reset gibt, weil jedes Team, das Team, was quasi aus ihrem Bereich kommt in Grands, wenn das gewinnt, dann hat das Team im Winner-Bereich eigentlich auch verloren. Ne? Muss ich es nochmal machen. Das ist so. Hat halt nur einmal verloren. Ja, ich weiß. Es ist eigentlich logisch. Ja, wir warten weiterhin tatsächlich auf den vierten Spieler von Black Lotus, dass der zurück in die Lobby kommt. Es sieht so aus, als wäre tatsächlich ein Problem im Internet direkt. Also der ist anscheinend gerade seinen Router restarten. Hoffen wir, dass das relativ fix geht. Und zur Not holen wir einfach den fünften Spieler, der eingetragen ist im Roster von Black Lotus, noch mit ran. Dann sollte das hoffentlich kein Problem sein, hier bald weiterzumachen. Währenddessen, nochmal kurz. Das ist jetzt erst der erste von vier Qualifiern der deutschen Championships in Splatoon 3. Tatsächlich die erste Europameisterschaft und die erste Weltmeisterschaft, die es auch gibt in Splatoon 3. Ich bin sehr gespannt, wie es in den anderen Regionen aussieht. Wir haben ja mittlerweile die Schweizer Meisterschaften, sind ja schon durch. Ich habe da auch schon ein paar tatsächlich Personen, die den Sterling Squid, den Pokal da am Ende in den Händen gehalten haben. Das habe ich ja schon im Chat gesehen und tatsächlich auch gestern welche getroffen. Auf einer LAN-Veranstaltung war sehr schön gestern. Aber ja, auch zum Beispiel in Österreich sind die Qualify, glaube ich, schon in vollen Touren. Müsste sogar in ein paar Tagen oder Wochen der nächste sein, wenn mich nicht alles täuscht oder war vielleicht heute oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin bei Österreich leider schlecht informiert, muss ich sagen. Aber bei uns in Deutschland ist es so, wir haben jetzt hier einmal am Sonntag unseren ersten Qualifier und dann die nächsten drei Wochen immer am Samstag 18 Uhr. Also nutzt auch ihr gerne eure Chance hier auf eins von dann noch sechs freien Tickets für die Gamescom, um da möglicherweise tatsächlich den Titel des deutschen Meisters 2023 antreten zu dürfen. Würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine große Ehre und ich freue mich jetzt schon drauf, das die nächsten Wochen noch mit zu begleiten. Also ich habe schon ein bisschen was kleiner, vielleicht hört man mich noch ein paar Mal öfter und ich weiß auch schon, ich tease mal an, dass wir auf jeden Fall noch den ein oder anderen Special Guest hier in unserer Kommentatorenbox empfangen werden, der sogar sehr speziell ist und sogar noch spezieller als Vega vielleicht, obwohl ich glaube, das ist schon schwierig zu erreichen. Das ist wirklich schwer. Also wenn es jemanden auf dieser Welt gibt, der so speziell ist wie ich, zeig ihn mir. Ich will es wissen. Ja, weil ich bezweifle das. Ja, da sage ich nur Hashtag Danke, Vega. Hashtag Danke, Vega. Ein Trend, der verflüssigt hat, sagen wir mal so. Das ist ab wie ein Lauffeuer. Und wir warten immer noch darauf. Ein Wort in Gottes Ohr. Wir warten tatsächlich immer noch darauf, dass die letzte Person joint. Das Internet scheint anscheinend noch mehr Probleme zu haben. Da musst du mal den Anbieter anrufen. Wir haben die Info bekommen, dass es jetzt probiert wird, kurz Internetcheck auf der Seite von Black Lotus, von dem Mate, der disconnected ist. Auch Bali im Chat, ja, der ganze Router muss neu gestartet werden, das können wir überbrücken an der Stelle und ja, weil wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bringen sie fix ihren Sub rein,
Von da würde ich sagen, haben wir alle Verständnis dafür. Ich glaube, alle, die schon mal wirklich in einem Team-Environment vielleicht auch ein bisschen höher gespielt haben, die wissen, wie nervig das teilweise sein kann, da permanent immer einen Spieler auszuwechseln. Also ich kenne das ja von der deutschen Splatoon-Bundesliga zum Beispiel, kenne ich das ja. Gerade in den niedrigen Divisionen, die wir da spielen, kann man sich vorstellen, im Endeffekt wie die normale Fußball-Bundesliga wird aufgeteilt in erste, zweite, dritte Liga und bei uns geht es halt noch weiter nach unten bis in die achte Liga. Ging es jetzt bis vor kurzem. Da teilt man gerne ein bisschen weiter auf, wer da wann spielt. Also da muss keiner aussetzen, aber das bringt manchmal auch das Teamplay ziemlich stark durcheinander, deswegen wird das dann umso höher man geht, umso seltener gemacht. Und deswegen, ja, hoffen wir einfach, dass das jetzt hier gut ausgeht für Black Lotus. Ah, weil wir gönnen natürlich beiden Teams, dass die am Ende oben stehen. Qualifiziert sind sie ja beide. Und ja, das Internet ist für uns alle tatsächlich noch Leuland, wie es scheint. Ja, wie Splash auch im Live-Chat sagt. Mhm. Müssen wir tatsächlich gucken. Aber jetzt können wir vielleicht erstmal drüber reden, Turmkommando, Störwerft, wie beide Teams ja das hier denn angehen werden. Man kann... Gott, du wirst gleich so... Ich hätte jetzt im Konjunktiv so angehen würden, aber okay, angehen werden, Gottes Willen. Jetzt machen wir eine ja, Prognose auf 100% Genauigkeit. Was ist denn jetzt los? Prognose aufstellen. Die, ja, wirklich. Die kommen jetzt mit einem Teil. Diese komische, ich weiß nicht, ob es auch im Deutschen so heißt, Undercover-Pluviator. Heißt auch im Deutschen so, ja. Tatsächlich die nur kommen undercover. Mit einem Undercover-Pluviator, ich sag's dir. Ohne Pluviator, einfach nur Undercover tatsächlich. Ich hab's okay, vorhin cool extra nachgeschaut. Ja, dann, die Vorbereitung für den heutigen Nachmittag war tatsächlich von mir einfach die deutschen Waffennamen rauszusuchen. Ich muss sagen, bisher schlagen wir uns tatsächlich ganz gut. Also es rutscht vor allem mal das eine oder andere Inkjet oder so raus oder Craptic, aber bisher schlagen wir uns eigentlich ganz gut. Finde ich aber ja lustig. Ja. Ich warte nur noch darauf, bis irgendwer ein Tintegrator verwendet oder die Bluffbomber. Das wird witzig. Ja, jetzt vielleicht mal die Strategien, die wir beiden jetzt hier hingehen werden würden. Reden wir jetzt halt vom Konjunktiv, wenn der gute Mann so hat. Ah, jetzt doch. Jetzt reden wir mal vom Konjunktiv. So, wir haben gerade gesehen, was beide gespielt haben. So, wir haben, glaube ich, bei beiden Teams eine Ballpoint gesehen, beim guten Tommy Echo. Ja, cooles Battling. Coolie Splitting, danke dir. Einmal beim guten Echo, beim Tommy Echo. Und einmal bei, lass mich lügen, der Person, die da gerade draußen ist. Hier nicht. Ich glaube auch, ja. Noctis mit dem Blaster unterwegs. Anger hatte gerade den Pluviator, den Camp Pluviator, das Sorella Camp Pluviator dabei. Und Wasabo müsste die Ensep gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ne? Ja, genau. Genau, dann der Spiel, auf den wir warten, ist tatsächlich dann einfach so eine der wichtigsten, eine der Waffen mit der wichtigsten Rolle tatsächlich im Spiel. Ja. Aber was ich noch ganz kurz. Weißt du, wer Tommy Echo ist? Ja, natürlich weiß ich, wer okay. Tommy Echo ist. Also dann frischen wir aber trotzdem mal das Wissen unserer Zuschauer auf, würde ich sagen. Wir erinnern uns mal, es wird jetzt so einmal so Time-Travel-mäßig zurück. Wir gehen nämlich einmal nach 2008, was, 2018 oder zu 19? Gottes Willen. Ich glaube, das ist eine gute Frage. Was, zu 19? Ist es aber nicht. Ich glaube auch. Wenn Echo gerade zuhört, kannst gerne in den Live-Chat schreiben, welches Jahr es genau war. Aber was ist denn in diesem Jahr passiert? Also, ich würde lügen, aber ich würde jetzt nicht mehr auf 2019 festlegen. Aber damals hatten wir schon die gleiche Situation, in der wir uns heute befinden, nur ein bisschen weiter fortgeschritten. Und zwar, die deutschen Qualifier waren durch. Backsquids haben gewonnen. Captain davon, Tommy Echo. Weiter ging's in die European Championships damals. Auch da waren die Deutschen mit ihrem Team Backsquids ganz oben. Das Team von Tommy Echo, Watson und noch ein paar weiteren bekannten Namen, die mir leider gerade entfallen sind. Huch. Und dann ging's für die nach Japan. Oder nee, es war nicht Japan. Es war irgendwo in Amerika, müsste das gewesen sein. Zum Finale. Wo, genau, Margin und Kaito. Danke an den Chat ganz kurz. Margin, Kaito, Watson und Tommy Echo haben damals bei Backsquid gespielt und Lean als Sub, genau.
Ist lange her, aber es ist schön zu sehen, dass tatsächlich immer noch manche von denen aktiv in der Community spielen und in der Community auch aktiv sind. Und die haben damals tatsächlich, wären sie fast damals Weltmeister geworden. Lange ist es her. Ganz knapp sind sie an den Guys and Girls aus Japan gescheitert. Ja, GG Boys müssen es. Nee, oder war's? Ich muss wirklich sagen, zu der Zeit war so, das war so die Zeit, wo ich mich so zum allerersten Mal für Dune kompetitiv interessiert habe. Und ja, dann habe ich auch 2020 tatsächlich dann auch angefangen. Also das war meine Zeit. Hi. Mhm. Tatsächlich same. Ich habe damals mit Splatoon 2 angefangen. Ich hatte davor Splatoon 1 auf der Wii U tatsächlich, aber blutige Anfänge. Da war von Competitive noch nie die Rede. Also da wusste ich noch nicht mal, dass es da Teams gibt. Ich glaube, ich habe tatsächlich mit manchen Freunden früher mal so über Discord dann immer geschrieben und da haben wir so Privatkämpfe veranstaltet. Das war auch lustig. Und dann ging es für mich auch tatsächlich im März 2020 ging es bei mir los in Splatoon 2 und dann so ein gutes halbes Jahr später bei mir in die Competitive-Szene. Lang ist es her, wirklich. Und ich muss sagen, 19 war es bei mir. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, ich habe das live, ich habe das Finale, glaube ich, rewatched oder ich war tatsächlich sogar live dabei. Und tatsächlich Japan gegen Deutschland. Und das war wirklich teilweise echt, echt knapp. Mhm. Und ich muss dir zustimmen, also eine Person wie Tommy Echo, dass die bis heute noch aktiv dabei ist, mit am Start ist. Auch Margin ist sogar teilweise noch mit am Start. Den sieht man ja auch teilweise in dem ein oder anderen Deppel Production Tournament auflaufen. Und immer noch hoch mit dabei, muss man ja auch sagen. Ja. Und aber ich glaube, Kaito ist nicht mehr so. Ja, Kaito habe ich jetzt auch länger nichts mehr gehört, aber weiß nicht. Vielleicht auch unter einem anderen Namen, wer weiß, undercover unterwegs. Wer weiß. wer weiß. Ja, wir nähern uns langsam der 6-Stunden-Marke tatsächlich. 28 Minuten wären es noch, 18 Minuten wären es noch dahin. Dann haben wir tatsächlich die 6-Stunden-Marke für den heutigen Qualifier geknackt. Wir warten immer noch auf den vierten Member tatsächlich von Black Lotus. Und jetzt haben wir schon die halbe Splatoon-Geschichte quasi einmal wieder aufgewärmt. Ich muss sagen, ich bin ehrlich, ich habe tatsächlich damals die Finals, also mich gar nicht so richtig für Splatoon Content interessiert und auch wusste auch, wie gesagt, eigentlich gar nichts von dieser Splatoon Competitive Szene. Und ich habe die erst dann nachgeschaut irgendwann, mal nachdem ich schon irgendwie so ein halbes Jahr oder Jahr selber gespielt habe. Und dann, aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich basically von Anfang bis Ende alle Sets durchgeschaut, damals von den World Championships. Also das war ein sehr schönes Gefühl. Wir haben, glaube ich, so eine Watchparty gemacht, war sehr schön. Aber, Vega, wir haben gute Nachrichten. Jetzt wissen wir auch tatsächlich, welche Person an der Coolies Blättling war. Es war ja, wirklich. Natürlich war es Zay. Wie konnten wir nur Zay vergessen? Er ist wieder zurück. Er ist wieder unter den Lebenden. Er hat anscheinend sein Routerkabel in den Router stecken können. Und das WLAN-Kabel. Ein WLAN resetten können. Er hat es geschafft und ist wieder unter den Lebenden. Bedeutet, wir können loslegen. Turmkommando, Störwerft. Wir haben schon sehr lange drüber geredet. Jetzt haben wir, wie du schon sagtest, wir haben halb Splatoon auseinandergenommen. Ja, wirklich. Also bald sind wir Stand jetzt angekommen. Ich sag's, wie es ist. Und ich verbanne auch Tommy Ecke aus dem Chat. Der soll jetzt mal A drücken. Wir wollen rein in den Turmkommando Störwerft. Es geht heiß her und hoffen vor allem, dass das Internet hält hier. Und freuen uns natürlich auf das restliche Grand Finals hier und eventuell mit dem Bracket. Seit dem Moment ist es ausgeglichen 1-1. Das Match geht los. Der Kampf beginnt. Wir gehen rein. Turmkommando Störwerft jetzt aber wirklich. Nach wie vor, die Teams sind gelb und blau aufgeteilt. Und wir schauen mal, ob wir irgendeine Kampfveränderung haben. Sieht im Moment nicht so aus, als sein von Black Lotus. Bei Emperor's Grimshaw sehen wir. Oh, okay, wir sehen tatsächlich, der Quetscher wurde ausgewechselt, wieder durch eine 96er Gallon Deko mit dem Tintentyrann wieder dabei. Haben wir vorhin auch schon gesehen, also ist jetzt alles nichts komplett Neues, aber durchaus schön, so viel Variation zu sehen in den Waffen. Oh,
Und Zay jetzt geht hier direkt mit seinem mit seiner Coolies Blättling auf Painting. Und wir sehen, dass Black Lotus sich erstmal die Mitte hier holen kann. Oh, der Tintendüser versucht, den Krabbenpanzer hier ein bisschen Pressure zu machen, kann ihn aber nicht zerstören, zwingt ihn aber dazu, sich zurückzuziehen. Da kommt der Tintentyrann an. Und sobald man den Tintentyrann hört, heißt es weglaufen. Du kannst ihn nämlich nicht töten. Du kannst ihn, glaube ich, nur ein bisschen zurückschieben, indem du ihn, glaube, aber selbst da, wenn du den aufladen, wenn du den Boost machst, selbst da kannst du nichts gegen diesen Boost machen. Und jetzt sehen wir, dass Black Lotus an den ersten Checkpoint reingeht und den wahrscheinlich dann auch knacken wird. Ja, relativ einfach. Also Black Lotus macht hier gerade einen Wahnsinnsjob, holen sich jetzt hier alle kurz den Tranktank einmal ab, haben damit verkürzte Respawn-Zeit und natürlich auch sind sie schneller unterwegs. Oh, der Kugelschild Pro kommt da raus von Noctis, aber der wird leider von den Tritonfans rausgenommen, kriegt hier noch einen Trade im Endeffekt raus und das ist sogar der, schon der zweite bzw. der letzte Checkpoint, der eingegangen wird für Black Lotus. Ganz knapp nicht, die letzten drei Punkte. Oh, aber jetzt enger kannst du um einen Punkt, wird's nicht durchgebracht auf 24, aber ein erster Push. Und Noctis mit dem Jump-In kriegt den Checkpoint durch. Was ist denn das für eine Strat? Das erinnert mich ja an Splatoon 1 tatsächlich. Das, was die da gemacht haben, das war gerade crazy. Jetzt hat Entering Sprintot 3. Oh, der Krabbenpanzer hier immer mit einem weiteren Weg. Sehr schön. Wir hören den Tintentyrann. Wir gehen hier auf die linke Seite und tatsächlich setzt sich im Moment keiner auf den Turm oben drauf. Zwei haben wir noch und North. Ja, der hat die Haftbombe übersehen. Wird zum Spawn zurückgeschickt. Unlucky. Sollte nicht passieren, aber naja, ist passiert. Wir sehen hier jetzt den Sorella Camp Pluviator hat die Tritonsuka bereit. Die wird sogar hier direkt deployed. Erster Schuss, kein Ziel. Zweiter Schuss ebenfalls nicht. Mit dem dritten. Oh, das war knapp auf jeden Fall. Wir müssen jetzt aufpassen mit dem Tintendüser. Black Lotus wieder tatsächlich fahren nach vorne mit dem Turm. Haben die Möglichkeit hier ihren Score noch weiter zu reduzieren und vielleicht sogar schon langsam in Richtung KO zu denken. Und ja, aber jetzt müssen doch vom Turm runter auf 21 haben sie es bisher gebracht und sind einer weniger jetzt im Moment auf dem Feld und ziehen sich da auch ein bisschen zurück. Aber Noctis hält tatsächlich noch links die Stellung. Muss aufpassen, die 96er Kalon, die hat einfach mehr Range als er, mehr Reichweite. Und jetzt momentan sehen wir, dass Black Lotus diese 21 gut halten kann. Imperius Grimshaw hat momentan ein bisschen Probleme wieder reinzukommen. Edgar wird hier nochmal raus. Von der 96, von der 96er Gallon, jetzt hier auf der linken Seite, versuchen sie hier zu zweit vorzugehen. Jetzt geht einer auf den Turm drauf, der Tintendüser wird nochmal rausgenommen. Und jetzt nochmal der Tintentyrann von Thailand hier, versucht hier zu flanken, geht hier einmal um die Ecke, kriegt aber keinen wirklich rausgenommen. Anger jetzt hier. Die 96 selber wird gepunished, wird daraus. Ja, der Pluviator hatte mal kurz einen Prozess gemacht, weil was der ganz große Krux ist, du hast zwar, ich glaube, 8 Sekunden tatsächlich Unverwundbarkeit mit dem Tintentyrann, aber sowohl bevor du aktivierst oder wenn du aktivierst und wenn du deine Special auch aufhört zu wirken, du hast einfach Delay. Latenz, dann bist du trotzdem noch verwundbar, kannst dich nicht bewegen, wurde dir gepunished. Tintendüse über Tintendüse, tatsächlich, was wird denn das jetzt hier? Der Recoil könnte jetzt nochmal wichtig werden für Black Lotus, aber nee, Zay wird hier rausgenommen von Tommy Echo mit dem Tintendüse jeweils wieder. Turm fährt zurück in die Mitte, die letzte Minute ist angebrochen und Imperius Grimshaw müsste hier noch tatsächlich einen Push vollbringen. Wir sehen von oben gerade, die Map ist im Großen und Ganzen tatsächlich sehr gelb gepainted, ja. Noctis mit seiner Signature macht da viel Damage, aber wird tatsächlich im Underground, unter dem Turm kam nämlich rein in der Mitte, wird er rausgenommen. Ist der runtergefallen? Weiß es nicht. Es sah aus meiner Sicht kurz so aus, aber naja. Gerade sehen wir Anger mit seiner Tritonsuka, kann da ein bisschen Pressure machen. Aber jetzt eventuell North kann hier den Checkpoint einnehmen. Rausgenommen und Anger versucht da zu flanken. Es ist die Frage, Thailand, kann er da rauskommen oder wird er gleich nochmal gepunished? Nein, er kann nicht rauskommen. Die letzten 10 Sekunden brechen an. Jetzt ist die Frage, kann hier Imperius Grimshaw nochmal zurückkommen oder ist das der nächste Punkt für Black Lotus? Damit steht es 2-1 und jetzt hat Black Lotus die ersten Matchpoints, die ersten ich sag mal, die Championship sind es ja noch nicht.
Nö. Aber Vorteilspunkte, ja. Weil beide sind ja eigentlich schon qualifiziert. Der erste das Ausrufezeichen, ganz einfach. Ausrufezeichen ist gut. Nee, ja. So nennen wir es. Aber du hast es gejinxt, Commentator's Curse war mal wieder komplett am Arbeiten. Sie könnten hier vielleicht nochmal reingehen. Wipeout. Das ist so, beendet man ein Match auf jeden Fall. Na hier, 10 Minuten Wartezeit ungefähr. Ja, so muss es laufen. So muss es wirklich laufen. Am Ende nochmal schön wirklich alles den Sack schön zugemacht. Damit jetzt, du hast das angesprochen, Matchpoint-Situation für Black Lotus jetzt oder nochmal dann später in Game 5. Jetzt würden wir erstmal schauen auf Herrschaft und die Umami-Ruin. Danach wäre nochmal Operation Goldfisch und die Streifen als Straße dran, sofern N. Perry Scrimshaw hier diesen ersten Matchpoint verhindern kann. Ja, denn das wird jetzt wichtig sein, denn jetzt dürfen sie sich keine Fehler mehr erlauben. Sobald sie sich Fehler erlauben, heißt es, ich meine, sie sind beide schon qualifiziert, aber sie dürfen sich jetzt halt, wenn sie halt verlieren, denken sie sich so, oh nein. Oh nein. Haben verloren. Anyways, so, deswegen, es ist halt, sie sind halt platziert, es ist halt irgendwie nur noch so ein Ding von, er setzt quasi ein Ausrufezeichen, wie du schon sagtest, weil ich bin mir sicher, so beide haben jetzt nicht mehr so diesen Druck. Es fällt auch irgendwie auf, so finde ich, also im Gameplay von beiden, dass sie nicht mehr so diesen Druck haben, irgendwie hier performen zu müssen, weil beide sind ja eigentlich schon qualifiziert, so. Das ist... Ja, aber trotzdem, wie gesagt, es geht um die goldene Ananas, habe ich es vorhin genannt, um die Erde, sage ich jetzt mal. So, wir gehen rein. Umami-Ruinen auf dem Modus Herrschaft. Wir sehen links, was Sabo und Thailand mit dem Squeezer, mit dem Quetscher treffen da aufeinander direkt mal. Aber ja, zu einer direkten Auseinandersetzung kommt es dann doch nicht. Sie bleiben lieber auf Abstand. Noctis ist der Erde. Der Spieler, der hier fällt, hier gefolgt vom 3R-Schwapper Fresco, wird vom Tintendüser rausgekommen. Und es ist nur noch der Quetscher. Thailand, der letzte lebende Spieler hier im Moment, muss aufpassen, dass er nicht zu stark hier vorne reingeht. Dann wird jetzt hier aber in der Ecke ein bisschen eingespielt, muss warten, dass seine Teammates da kommen. Aber nee, nix da. Da ist die Endsep von Wasabo zu stark im Endeffekt. Und ja, der Tranktank hier wird einmal rausgehauen. Wir sehen links, da fliegen schon wieder die Triton-Zucker-Schüsse durch die Gegend und es geht schon gerade gefährlich nahe auf die 50er-Marke zu. Umami-Ruinen dafür bekannt, dass man hier die Gegner tatsächlich relativ gut in der gegnerischen Base halten kann. 40er-Marke jetzt durchbrochen. Triton-Zucker einmal deployed von Thailand mit dem Quetscher und die Zone ist angehalten, aber das nur temporär. Ja, momentan muss N. Perry Scrimshaw reinkommen. Unter 30 Sekunden. Einer zwar jetzt nicht mehr am Leben. Black Lotus, der ist jetzt erstmal zurückgesetzt worden in den Anfangsbereich. Jetzt zählt es quasi beide Maps, die Zonen umzuschwärmen, weil hier haben wir jetzt die Besonderheit. Wahnsinn. Sobald eine davon halt angehalten ist, ist der gesamte Zähler angehalten. Die Single Digits sind on, das könnte das gewesen sein. Der Zähler ist nochmal angehalten, hier von Tommy Echo mit seinem Tintendüser. Wir sehen oben in der Mitte ist Norton mit dem 3R-Shop, auch der wird rausgenommen. Die linke Zone von uns, das gesehen, wird jetzt doch wieder in die blaue Farbe umgepaintet. Heaven und Thailander, jeweils mit ihrer Shotwaffe, sitzen da drin, müssen irgendwie schauen, dass sie von Anger da wegkommen, der von links jetzt kommt. Und sie vor allem die andere Zone, ja, einmal umpainten, ohne die eigene zu verlieren. Genau das passiert aber im Moment. Noctis kann hier mit dem Blaster die Zone wieder in Gelb umpainten. Das ist nur noch der Squeezer. Und das, meine Damen und Herren, ist das 3:1 und damit offiziell das Ende des ersten German Championship Qualifiers 2023. Black Lotus geht als Gewinner heute raus und ist damit auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt für die Gamescom, für die deutschen Meisterschaften gegen N. Perry Scrimshaw. Aber auch die sind mit dabei, haben bis dahin noch Zeit zu trainieren. Und wir sehen, mal, wir haben es gerade schon vorhin angemerkt, Tommy Echo damals schon in den deutschen Finals gewesen, hat jetzt wieder die Chance zurückzukommen. Herzlichen Glückwunsch an beide Teams hier für den weiteren Einzug. Und ja, GGs in den Chat. Und wenn es nicht schon so spät wäre, würde ich jetzt klatschen. Ja, wirklich. Herzlichen Glückwunsch an beide Teams. Herzlichen Glückwunsch auch an Blog Black Lotus, die sich hier dieses kleine Ausrufezeichen hier gegen Ende noch sichern konnten. Und das sind jetzt die ersten zwei von, lass mich lügen, 8 Finalisten.
die wir hier noch ausspielen werden in den nächsten Wochen. Du hast tatsächlich nicht gelogen. Ich habe einmal nicht gelogen. Wow. Crazy. Wege also nicht lügen erzählen, Challenge Impossible. Also wir haben jetzt hier die ersten zwei Finalisten von jetzt noch weiteren 6 folgenden, die wir jetzt in den nächsten 3 Wochen herausfinden werden, die sich herauskristallisieren werden, die dann alle zur Gamescom fahren und da sich um die deutsche Meisterschaft battlen, um den großen Pokal, um Ruhm und Ehre, um die dann am Ende auch der Europameisterschaft mitmachen kann. Deswegen, ich würde sagen, es ist sehr spät. Wir sind alle übermüdet. Es ist angerichtet. Besonders nach knapp 4 Stunden kommentieren, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Nee. Wir sollten die Zeiten für Block 2 vielleicht noch mal ein bisschen überdenken. Ja. Also 2 Stunden gegen 4 Stunden ist schon sportlich, sag ich mal, für die Stimme. Also ich merke es auch nebenbei, aber ganz ehrlich, für den ersten Championship Qualifier, dafür, dass ich hier dabei sein darf, dass mit Apple Productions und Nintendo natürlich auch die Möglichkeit gibt, hier dabei zu sein, dafür schreie ich mir gerne meine Stimme raus und meine Nachbarn freuen sich da bestimmt auch drüber, wenn ich denen das erzähle. Auch nochmal, da bin ich auch ganz ehrlich, auch wirklich vielen, vielen Dank, dass ich das hier kommentieren darf. Auf jeden Fall, Shoutout nochmal an beide Teams. Und dann würde ich sagen, war's das. Und ja. Diesen wir Abend packen zusammen. Es war ein langer Abend. 5 Stunden, 56 Minuten, 28 Sekunden, 6 bei mir gerade an. Damit beenden wir den heutigen Tournament-Cast. Schaut gerne in den nächsten 3 Wochen wieder vorbei. Es sind 3 Qualifier vor uns und 6 Plätze frei für die deutschen Meisterschaften. Aber meldet euch an, wenn ihr Lust habt, wenn ihr mitspielen wollt, wenn ihr neudeutsch seid. Natürlich nur. Und dann würde ich sagen, wir reden wieder mit unseren Kollegen und machen englischen Content und da könnt ihr viel lernen, könnt ihr noch was lernen, vielleicht sogar, wenn ihr für die deutschen Meisterschaften macht, immer gutes Coaching, auf jeden Fall macht es sehr Spaß, dazu zu schauen. Ist ein guter Analyst auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Vega, es war mir eine Freude. Gerne in Zukunft wieder. Bedanken uns bei Brownie, unserem Streamer und Producer today. Today. Heute. Und damit würde ich sagen, endgültiger Abschied für heute. Damit schließen wir die Woche tatsächlich in 8 Minuten bis Montag. Und guten Start in die Woche an alle.